Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, bei mir ist, das habe ich beim letzten Video vergessen, da war immer noch der 10., nee, der 11.10. Beim letzten Video war auch der 11.10., heute ist auch noch der 11.10. Das heißt, wir haben jetzt vier Videos an einem Tag geschafft. Aber ich habe dazwischen das T-Shirt wechseln müssen, deswegen, falls es Verwirrung gab irgendwie so. Ja, egal. Ich habe ja in meinem ersten Video, das für mich jetzt ehrlich gesagt gerade mal eine Stunde oder so her ist. Für euch ist es jetzt schon zwei Videos her, habe ich erzählt, was ich machen würde, wenn ich durch die Zeit reisen könnte und dass ich nichts ändern wollen würde. Aber ich habe mir das jetzt innerhalb von einer Stunde nochmal überlegt. Boah, ich bin echt so unbeständig, ne? Egal. Es gibt eine Sache, die ich gerne ändern würde. Und das ist so die eine einzige Sache, wo ich meinen Lebtag damit zu knabbern habe. Hatte, habe, wie auch immer, und haben werde. Und zwar, ich würde gerne meine leibliche Mutter kennenlernen. Und zwar nicht die jetzige Variante von ihr, die noch viel mehr erlebt hat, sondern ich würde gerne die Frau einmal zu Gesicht bekommen, an deren Gesicht ich mich nur noch schemenhaft erinnere. So dieses, ich erinnere mich noch an ihr Lächeln, an ihre Augen und an die Wärme, die sie mir gab. Aber vielleicht war es auch die Hitze der Straße. Ich bin ja immerhin im Hochsommer im Brasilianischen geboren worden. Naja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich würde einfach gerne mal, ich würde sie gerne mal sehen. Ich will nicht mit ihr reden. Ich will ihr auch nicht erzählen. Obwohl, vielleicht würde ich ihr auch gerne erzählen, was aus mir geworden ist. Dass aus mir ein glückliches Kind geworden ist. Dass ich ein gutes Leben geführt habe. Mal abgesehen von meiner Zeit an meiner Schule mit dem Halbjahresgespräch. Andere Geschichte. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Ging es mir eigentlich immer recht gut in meinem Leben, dass ich gute Eltern gefunden habe. Sogar sehr gute. Nicht wahr, Cookie? Du Lösungsansatz. Das war gemein, oder? Sei einfach mal, wir bemühen uns. Und ihr schafft's auch, glaub's mir. Ihr seid tolle Eltern. Und ihr seid Eltern, die mir die Wärme, die Sicherheit und die Geborgenheit des Lebens geben, aber die mir auch die Grenzen setzen vor der Gefahren. Und die mich beschützen und immer da sind. Entschuldigung, ist halt so. Ja, und dass ich wundervolle Kaninchen hatte, Leo, Isa, der Schnuffel, der Chip, die Mimi, die Ronja. Dass wir einen Hund haben, der okay ist, Tassilo. Ist lustig, irgendwie so, wenn man die Hasen aufzählt und dann den Hund einen. Ja, dass ich tolle Großeltern habe und dass ich einfach ein schönes Leben, so alles in allem habe, dass ich YouTube mache. Ich würde euch mitnehmen, weil das wäre ja echt das wäre ein tolles Video. Ich reise in die Vergangenheit, um meine Mutter kennenzulernen nach meiner Geburt. Das wäre doch mal ein Videotitel, oder? Ja, aber da würde ich euch auch mitnehmen. Aber ja, das wären so die Sachen, die ich gerne mal machen würde. Oder ich würde auch gerne meinen leiblichen Vater kennenlernen. Das alles, woran ich mich erinnere von ihm, ist, dass er echt graue Augen hatte. Also mein Vater hat extrem Kontrast. Also richtig dunkle Haut und dann so richtig helle Augen. Das ist das Einzige, woran ich mich bei ihm erinnere. Ja, meinem leiblichen Großvater würde ich eher aus dem Weg gehen. Aus gegebenen Gründen. Den würde ich ignorieren. Aber ich würde einfach gerne meine leibliche Schwester und meine Halbschwester, die würde ich auch gern kennenlernen, so an sich. Aber wie gesagt, ich würde nicht gerne die Leute, die sie jetzt sind, kennenlernen, sondern ich würde einfach gerne die kennenlernen, die ich noch in meinen Erinnerungen habe. Das klingt jetzt voll blöde, aber ich weiß, die Menschen sind ja immer noch dieselben Menschen, aber für mich ist irgendwie eher so dieser Wunsch, die kennenzulernen. Und denen mehr oder weniger zu sagen, es ist mir gut ergangen, die da sein werden, die jetzt sind und damals waren und zu dem Zeitpunkt, als ich sie. Jetzt habe ich mich selbst abgehängt. Ja, aber das ist so das Ding. Oder ich würde auch gern Mom und Dad, also meine Eltern, meine jetzigen Eltern, ihr wisst schon. Mom und Dad, der Bärtige und die Große, die würde ich auch gerne kennenlernen. Einfach so, wenn die Adoption schon durch ist, wenn sie nicht mehr mich zurückgeben können. Und ihnen erzählen, dass sie ein glückliches und zufriedenes Leben führen.
Und dass eigentlich, dass sie alles soweit so richtig machen. Und ihnen vielleicht noch den Tipp auf den Weg mitgeben. Dem Lehrern vielleicht, dem einen Lehrer vielleicht gleich am ersten Tag einen Schienbein zu geben, weil macht auch keinen Unterschied mehr. Der wäre dann auch nicht noch pissiger zu mir gewesen. Das wäre voll rechtens gewesen. Vollkommen rechtens. Und vielleicht noch den Tipp, dass sie mich nicht mitnimmt zum Halbjahresgespräch. Das wären so die zwei Sachen, wo ich Mom auf dem Weg mitgeben würde, wenn ich es könnte noch. Ja, wobei sie mich selbst da noch geschützt hat, so gut es ging. Aber da ging halt nicht viel. Was würde ich Dad mitgeben, wenn ich könnte? Was würde ich Dad mitgeben? Ist so komisch, weil für mich ist Dad einfach so. Der war immer für mich so ein riesengroßer Knuddelbär und ein Spielzeug und mein bester Kumpel als kleines Mädchen. Und eigentlich war er jetzt nicht gerade die Autorität. Vielleicht würde ich ihm mit auf den Weg geben, dass er nicht immer, wenn ich irgendwelche Fragen habe nach, wie komme ich dies und das, dass er dann immer sagt, da frag doch deine Mutter. Weil dadurch habe ich immer so diesen Gedankengang bei mir sich entwickelt, dass Mama das Alpha-Tierchen der Familie ist. Das wäre so vielleicht der einzige Tipp, den ich Dad mit auf den Weg geben würde, weil auch wenn ich jetzt sehe, dass er das Alpha-Tierchen ist, ist natürlich so irgendwo unterbewusst noch diese kleine Kleinkindstimme, die kreischt, aber Mami hat immer entschieden. Ja, was würde ich Opa und Oma mitgeben? Meine Oma würde ich den Tipp geben, sie soll an Weihnachten 2014 auf jeden Fall die Treppen streuen, damit sie nicht die Treppen runterfliegt und sich dabei die Schulter bricht. Ich glaube, das wäre so der einzige Tipp, den ich Opa und Oma mitgeben könnte. Weil die sind echt großartig. Ja. Eigentlich ist das so alles, was ich dann so machen würde. Ich würde, glaube ich, nichts ändern wollen, aber ihnen so ein paar Tipps geben, um es leichter zu machen. Oh, und ich würde auf jeden Fall die Lottozahlen von irgendeinem Monat gucken, wo es viel Geld gab. Und die würde ich ihnen dann noch mitgeben. Und dann den Tipp, gleich ein Haus kaufen. Das wären so die Sachen, die ich noch. Also ja, eigentlich geschummelt, ne? Ja. Und dann würde mein Leben nicht verlaufen, wie es jetzt läuft. Aber ich glaube, es wird nicht anders sein, weil wir sind ja trotzdem immer noch dieselben Leute. Obwohl, unsere Entscheidungen und unsere Geschichte macht uns zu dem, was wir sind. Schwierige Wahl. Naja, aber alles in allem muss ich sagen, ja, ich würde einfach gerne, wenn ich könnte, die Frau kennenlernen, die mich geboren hat. Und ich hätte vor allem Fragen. Echt, ich hätte so drei, vier Fragen, die ich unbedingt beantwortet haben wollen würde. Erstens, wie lange hat die Geburt gedauert? Weil man kann ungefähr von der Zeit, glaube von der Mutter, wie lange die gebraucht hat, abrechnen, wie lange es bei einem selber geht. Und wenn die da 3 Tage in den Wehen lag, dann würde ich auf keinen Fall eigene Kinder haben wollen. Das wäre mir dann viel zu stressig. Dann die Frage natürlich so nach ihren Verwandten, ihren Bekannten und wie, ja, einfach so ein bisschen Familiengeschichte. Ein bisschen Krankenfamiliengeschichte, also die Krankheitsgeschichte der Familie, die würde mich auch nicht unflott interessieren. Und dann würde ich ihr, glaube ich, die Telefonnummer von mir, die ich jetzt habe, geben, damit sie mich dann irgendwann anrufen könnte. Damit wir einfach mal in der Gegenwart telefonieren können. Wäre doch eigentlich ein netter Gedanke. Ja. Es ist komisch, auch wenn ich eine tolle Mutter habe, so ist doch immer so ein kleines bisschen irgendwo in mir drin eine Sehnsucht nach dem, was ich nicht haben kann, das, was ich verloren habe. Aber ich muss auch sagen, für das, was ich verloren habe, habe ich doppelt so viel gewonnen. Ich würde das jetzt alles noch anders formulieren, aber meine Mom sitzt da in der Nähe. Schönes Wochenende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr mit euren Eltern als junge Leute reden könntet. Was würdet ihr denen erzählen? Und vor allem, was nicht? Schreibt mir gerne auch auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und ich werde mich jetzt an meine Mutter ranschmiegen nach dem Motto: Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Und ja, ich wünsche euch noch was. Bis bald. Tschüss.